Prinz, Prinz, seid ihr wach? Letzte Warnung, ich komme jetzt rein. Wusste ich's doch, dass Leon ist. Verzeiht, dass ich euch geweckt habe, eure Hoheit. Aber man sagt, dass die Truppen uns bereits gefunden hätten und schon auf dem Weg hierher wären. Alle anderen haben sich schon unten versammelt. Wir müssen jetzt gehen. Sag mal, bin ich hier immer der Langschläfer oder wie sieht's aus? Dann müssen wir gehen, ne? Wir waren aber noch nicht hier drüben drin. Tut mir leid. Jo, aber haben wir nichts verpasst, ne? Haben wir nichts verpasst. So, ansonsten... Sag mal. Nee. Können wir hier drüben runter. So, wo habt ihr euch denn... Ach, hier. Ah, eure Hoheit. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch mit so unerfreulichen Nachrichten wecken muss. Die ruchlosen Godwin-Truppen haben die Drehbrücke überquert und marschieren in diesem Moment direkt auf uns zu. Es scheinen mindestens 300 Soldaten zu sein. Verdammt! Ha, heute Morgen traf ein Bote von ihnen ein, um uns über den sogenannten Grund für diesen Vormarsch zu informieren. Sie beabsichtigen, den Verbrecher George Prime zu verhaften und den Prinzen und Lady Sayalitz in ihre Obhut zu nehmen. Der Bode sagte, dass er von Prinzessin Lymslea beauftragt wurde. Man erwartet mein Verständnis und volle Kooperation. Diese falschen Schlangen! Wie können sie es wagen, jemand anderen als Verbrecher zu bezeichnen? Wohl wahr. Und sie wagen es, den heiligen Namen der Prinzessin für eine so schmutzige Intrige zu missbrauchen. Und nennen eine Invasion durch eine 300 Mann starke Armee eine Bitte um Kooperation. Was für eine Dreistigkeit. Keine Sorge. Die Familie Barrows wird sich den Drohungen von Lügnern und Schurken niemals ergeben. Sie wagen es, uns mit Gewalt zu drohen. Sollen sie nur kommen. Auf dem Schlachtfeld werden sie unsere Antwort hören. Paps, du wirst es diesem Gesindel zeigen, nicht wahr? Aber, nur eins noch. Dürfte ich eure Hoheit um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Würde es euch etwas ausmachen, unsere Truppen in die Schlacht zu führen? Wie bitte? Vater? Versteht mich nicht falsch, ich bitte euch nicht, an vorderster Front zu kämpfen. Aber sollten wir den Menschen nicht zeigen, dass die Godwins nichts als dreckige Lügner sind, dass wir die wahren Befreier sind, die Rebellen niedergeschlagen und Ordnung und Frieden nach Verlena zurückgebracht haben? Das Volk wird die Wahrheit erkennen, wenn der entführte Prinz gegen seine falschen Retter ins Felde zieht. Und denkt nur daran, wie es die Moral der Soldaten heben wird, wenn sie an der Seite eurer Hoheit kämpfen dürfen. Sagt selbst, eure Hoheit, meine Argumentation ist doch kaum zu widerlegen. Warum überrascht es mich nicht, dass in Salums Plan jemand anderes das Kämpfen übernimmt? Ja, aber es ist trotzdem etwas dran. Und ich bezweifle, dass wir in absehbarer Zeit ein besseres Angebot bekommen. Also, eure Hoheit, was sagt ihr? Ja, klar. Auf, sei kein Weichein, Godwin. Vorwärts. Genau das, was man von Ferrets Sohn erwarten würde. Ich bin sicher, er würde jetzt vor Stolz platzen. Prinz? Eure Hoheit, ich werde euer stellvertretender Kommandant sein. Seid unbesorgt, ich werde darauf achten, dass euch nicht einmal eine Mücke etwas zuleide tun wird. Hoho, der brave Lord Wild, außerordentlich zuverlässig. Ha! Eure Hoheit, seid ihr bereit, sofort in die Schlacht zu ziehen? Klar, ich bin jetzt zu allem bereit. Möge der Sieg unser sein, eure Hoheit. Prinz, los!
werden sie erledigen. Das, oh, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ah, so bereit war ich dann nun doch nicht. So, was kann ich nun machen? Ich habe Infanterie. 3 von 3. Ich habe Bogenschützen, die außerdem noch eine Rune besitzen. Von Sayalitz geführt. Da ist unser Boss. Wen kann ich denn hier jetzt mit? Ich habe doch keine Reserve. Wo ist denn meine Reserve? Ich habe gar nichts. Hallo? Könnte ich bitte irgendjemanden bekommen? Hast du was? Ich habe keine Reserve. Muss ich allein in die Schlacht ziehen, oder? Achso, 1 von 1, 3 von 3. Was ist denn hier? Was ist hier unten? Geht ja gar nichts. Ja, von mir aus. Ich meine, kann ja nichts. Erste Schlacht. Erzählt ihr mir auch, was ich tun muss? Hör zu! Die Godwins haben die Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Ich weiß, Gerechtigkeit ist manchmal nur ein Wort. Aber manchmal ist Gerechtigkeit eine geschmiedete Klinge, die die Luft zerschneidet. Also los, macht sie fertig. Ja, alle Einheiten, vorwärts! So. Kampfziel. Bedingungen für den Sieg, alle Feinde vernichten, ich verliere. Gut. Karte anzeigen. Toll, super Karte. Ist ja perfekt. Das sind also meine Einheiten. Ich hab hier. Ich bin ja absolut in der Überzahl. Ich habe ja Infanterieeinheit, wir haben hier Bogeneinheiten, die Speereinheiten sind hier vorne. Ja, dann ist alles in Ordnung. So, Einheit. Dittel, Dudel, Dab, Bum, Bittitu. Ach so! Ach so. Alle feindlichen Einheiten zeigen. Wo sind die? Haben wir keine. Na gut. Was haben wir noch für Informationen? Bogenschützen. Weiß niemand so richtig. Bogenschützen besiegen Kavallerieeinheiten, sind aber schwach gegen stark gepanzerte Infanterie. Merkt euch mal. Wir müssen gegen Kavallerieeinheiten. Da war aber keine einzige Kavallerieeinheit dabei. Was ist mit den Runeneinheiten? Haben zusätzlich zu den Standardfunktionen starke Magie und Heilungskräfte, okay? Ich verstehe. Infanterie? Infanterie verteidigt sich stark Schutz. Also Infanterie ist gut gegen Pfeile, aber langsam schwach gegen Kavallerie. Und die Speereinheit ist natürlich. Die müsste doch eigentlich gut gegen Kavallerie sein, oder? Wenig mobil, aber bessere Verteidigung, Angriff. Spezial haben wir im Kampf. Wind. Dem Feind werden 30% der gesamten TP abgezogen. Nicht schlecht, aber da sollten wir ein bisschen warten. Ansturm. Das wäre so unser erster Punkt vielleicht. Dann starten wir mal den Kampf. Hoffe, dass es Runden passieren. Ansonsten kriege ich einen leichten Nervenzusammenbruch. Eure Hoheit, darf ich euch eine kurze Einführung dazu geben, was euch auf dem Schlachtfeld erwartet? Ja, dankeschön. Eure Einheiten sind grundsätzlich in drei... Ja, das habe ich gerade hier. Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen. Infanterie ist am besten gegen Bogenschützen. Bogenschützen schlagen Kavallerie. Ja, vielleicht sollte ich das doch mal vermerken. Ne? Also, passt auf. Bogenschützen, gegen Bogen. Bogen gegen Kaff. Kaff gegen Inf. Okay, danke. Feindliche Einheiten begegnet ihr am besten mit der Einheit, die ihr den meisten Schaden machen. Es gibt aber auch noch andere Einheiten, aber ich möchte hier nur die kurze Einführung. Ja, wir blieben nur kurz. Also keine Angst. Mit mir an eurer Seite werdet ihr alle schlagen. Oh, die kommen! Oh Gott, das ist doch mit Echtzeit. Warte. Also pass auf, wir nehmen mal... Was haben wir denn im Angebot hier? Wir nehmen mal... Warte doch mal... Ah, Gott sei Dank. Wenn ich draufklicke, stoppen die.
Wir haben jetzt die Infanterie. Und haben hier drüben auch Infanterie. Wir haben aber keine Kavallerie. Somit ist das alles ein bisschen witzlos. Infanterie könnten wir aber vielleicht gegen Bogenschützen einsetzen, ne? Deswegen würde ich mal sagen, dass da oben der vielleicht besser ist. Wartet. Halt. Du gehst bitte mal hier rauf. So, wartet. Kann ich denn mit irgendjemandem mal die Windrune machen? Wo ist denn die? Das geht mir hier alles zu schnell. Warte, du, ihr müsst angreifen. Halt! So, ihr da hinten. Und jetzt los. Ach, du große Güte. Das war schon mal gut, ne? Da haben wir schon mal gewonnen. So, halt! Halt! Oh Gott, was denn jetzt? Hilfe! Sieht nicht schlecht aus. Warte, dann machen wir gleich, wenn die hier so fliehen. Halt! Die Bogenschützen können von mir aus machen, was sie wollen. Warte, halt, wir müssen mit unseren Bogenschützen kämpfen. Ah, Gott, ist das. Das hätte es ein bisschen schöner machen können. Bis ich da hingeruckt habe, ist ja alles vorbei. Warte, warte, ich muss doch meine Bogenschützen noch. Hier, Bogenschützen kämpfen. Warte mal. Die hier bekämpft die. Wartet. Und unser Freund. So, keine Chance. Warte, wir wollen doch noch. Oh, das ist so unausgegoren hier. Ich hätte gern nochmal die Runeneinheit benutzt. Ist das unser Freund hier? Warte mal, die Bogenschützen gehen nicht so weit hin. Put him to rout. Ich würde mich ja lieber raushalten, aber ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ja, du sollst dich heraushalten, aber warte, wir haben doch noch Ruhen. Könntest du bitte... Wind? Nee, Wind nicht, ne? Shoot, shoot. Doch, Wind ist gut. Ach, Sayalitz. Sayalitz ist super gemacht. Sayalitz, du bist unsere Heldin. Supi. Nee, warte, halt. Sayalitz, geht's zurück. Aus. So, ihr sollt doch hier kämpfen. Warte, halt, wir haben die hier oben noch. Warte, die schicken wir noch in den Kampf hier rein. So, da oben haben wir noch mehr so rumstehen. Die können wir auch noch mit hier reinschicken. Die können wir auch noch mit hier reinschicken. Könntet ihr bitte jetzt mal... Oh, jetzt müssen sie ja nochmal umgreifen. Jetzt, jetzt verlieren wir auch noch. Super. Könntet ihr jetzt bitte mal angreifen? Ich habe 5000 hingeschickt. Also die Bogenschützen müssen wir wirklich weit raushalten. Ich habe gedacht, die greifen aus der Entfernung an. Wissen wir das auch? So, dann haben wir's. Die letzten Mann aufgerieben. Ja, ja. Was so viel Verlust. Wieso haben wir denn so viel Verlust am Botsch? Ist ja blöd, ne? Weil wir die. Weil wir Lady Sayalitz mit dem Kampf reingeschickt haben, na bestimmt. Schade. Schade. Na gut, dann von mir aus.